im Finale. Wir sehen hier Wolfgang Pacher zu Isabelle Kresse in der Zwischenrunde im Semifinale. Zu Beginn gleich ein Taucher. Sie sehen, im Semifinale tanzen noch jeweils zwei Paare. Sie werden aber getrennt benotet. Es gibt also keine direkte Ausscheidung. Die Österreicher tanzen das dritte Jahr in der A-Klasse und sie sind heuer sicherlich am stärksten, zeigen ihr bisher stärkstes Programm bei dieser Weltmeisterschaft der Amateure. Sehr gut aufeinander abgestimmt, dieses Programm der beiden Steirer, die in Wien leben und studieren. Sie haben sich sehr viel abgeschaut von den österreichischen Meistern Udo Erlacher und Karin Zauner aus Salzburg. Dass ein österreichisches Paar in der Weltspitze mithalten kann, hat auch diesem Paar Auftrieb gegeben. Dann haben sie noch sehr viel gelernt vom österreichischen Nationaltrainer, dem deutschen Konrad Klein, der selbst auch einige Male Weltmeister war. Nochmal sein Rückwärtssalto. Sie sehen es auch an der Mimik von Wolfgang Pachert. Er versucht immer wieder, Publikum und Wertungsrichter zu begeistern. Man sieht, dass es den beiden wirklich Spaß macht, hier diese Rock'n'Roll-Akrobatik vorzuführen. Eine gute Vorführung der beiden Steirer vom Rock'n'Roll-Club Mühlsiegl in Wien. Und sie verpassen damit nur ganz knapp das Finale, werden insgesamt Siebente bei dieser Weltmeisterschaft. Ihr bisher mit Abstand bestes Ergebnis, ein schöner Erfolg. Jetzt aber Österreichs Nummer 1 Paar Udo Erlacher und Karin Zauner. Sie waren in Bielefeld im Vorjahr Vize-Europameister, haben im Moment aber ein bisschen Schwierigkeiten. Vor 3 Wochen gab es einen Sturz im Training. Karin Zauner erlitt eine schwere Gehirnerschütterung, hat nach wie vor Kopf- und Rückenschmerzen, aber sie versuchen es trotzdem. Die erste Figur ganz gut gelungen, auch die zweite klappt. Man muss bedenken, welche schwierigen Anforderungen da vor allem an die Partnerin gestellt wird. Wird da meterhoch durch die Luft geschleudert, muss sich dabei drehen. Da muss man wirklich absolut fit sein. Jetzt aus dem Handstand in den Todessturz und da gibt es Probleme. Udo Erlacher kann die Partnerin nicht so ganz fassen. Ja, da sieht man ein bisschen die Unsicherheit bei diesem Paar. Normalerweise ist die Stärke dieses Salzburger Paars die Sicherheit, dass sie seriös ihr Programm durchtanzen. Aber nach so einem Sturz im Training ist es schon verständlich, dass die Nerven ein bisschen flattern. Batteriesalto mit Schraube hat wieder besser geklappt. Sie versuchen jetzt noch einiges gut zu machen, aber sie wissen, dass die Finalchance dahin ist. Schade für die beiden Österreicher. Schluss ihres Programms klappt wieder einwandfrei. Hier noch einmal eine Dylane, eine Wickelfigur. Sie haben sich sehr viel erwartet für diese Weltmeisterschaft im eigenen Land. Von den Möglichkeiten her wäre das Finale auch sicher drinnen gewesen. Hier sehen wir uns aber nochmals den Fehler an.
Wir zum Finale, zunächst zur Fußtechnik. Es wird ja halbe-halbe bewertet, also 50% Fußtechnik, 50% Akrobatik. Und wir sehen hier das Spitzenpaar in der Fußtechnik, die Franzosen Michael Angara und Dorothée Blampin. Die Fußtechnik dauert nur halb so lang wie die Akrobatik, nämlich eine Minute. Und da ist perfekte Schritttechnik, exakter Grundschritt gefragt. Bewertet werden auch noch hohe Kicks, Abstimmung zur Musik. Also das ist so quasi die Pflicht in der Rock'n'Roll-Akrobatik. Ja, und mit dieser perfekten Vorführung in der Fußtechnik schaffen sich die Franzosen eine ganz gute Ausgangsposition für die zweite Runde im Finale für die Akrobatik. Und da zeigen wir Ihnen gleich das erste Paar, Peter Fenkel und Birgit Hartmann aus Offenbach in Deutschland. Passen Sie auf, gleich zu Beginn folgen zwei Doppelsalti. Zunächst aus dem Petarini ein Rückwärtssalto doppelt und gleich darauf die Gegenbewegung, ein Vorwärtssalto doppelt. Perfekte Akrobatik der beiden Deutschen. Hier jetzt der doppelte Vorwärtssalto. Ja, die beiden Deutschen haben im Moment sicherlich das schwierigste Programm, was die Akrobatik betrifft. Sie stechen auch immer wieder durch Kombinationen, die sie selbst kreiert haben. Da haben sie selbst Würfe verbunden. Ganz einzigartig dieser Eingang zur Dulaine, eine Doppelschraube. Enorm kräftig. Peter Fenkel betreibt Rock'n'Roll-Akrobatik bereits seit 15 Jahren. Und seit 2,5 Jahren tanzt er mit Birgit Hartmann und feiert mit ihr jetzt die größten Erfolge. So waren sie bei der Europameisterschaft in Schaffhausen zuletzt Dritte. Ein perfekter Todessturz. Peter Fenkel wirft seine Partnerin immer sehr hoch. Dadurch hat sie genügend Zeit, die Figuren zu beenden. Noch eine Kugel. Ja, eine fast perfekte Übung der Deutschen. Vielleicht zu perfekt. Bei ihnen ist halt die Akrobatik großgeschrieben. Hier nochmals der Vorwärts-Doppelsalto. Und dann die Doppelschraube mit anschließender Dulaine. Ein Spitzenplatz ist dem deutschen Paar sicher, aber es kommen noch 5 Paare im Finale. Eines davon, das italienische Paar, Riccardo Tesserin, Daniela Cozza, Rock'n'Roll-Akrobatik-Insidern, längst ein Begriff. Die beiden haben bereits 1987 den Weltmeistertitel gewonnen. Systematic, hydromatic, wide greased lightning. Und auch bei diesem Paar müssen Sie auf den Anfang achten, denn auch hier gleich 2 Doppelsalti. Nicht ganz so perfekt wie das deutsche Paar zuvor, aber bei ihnen sieht man dafür mehr Ausstrahlung. Im Unterschied zum deutschen Paar zuvor fällt allerdings auf, dass Daniela Cozza
nicht so viel Zeit hat wie Birgit Hartmann, die Füße daher nicht schließen kann, um schneller zu drehen und mit den beiden Drehungen fertig werden zu können. Dabei hat Riccardo Tesserin eigentlich einen Vorteil mit seiner Partnerin, denn sie ist extrem klein und leicht. Hier jetzt ein perfekter Rückwärtssalto gestreckt. Auch Riccardo Tesserin ist viel sicherer geworden als früher. Ausstrahlung hat er ja schon immer gehabt, aber er hat sein Temperament nicht immer im Zaum halten können. Doch mittlerweile hat er dazugelernt, ist ruhiger geworden und gehört wieder zur absoluten Weltklasse. Bei der Europameisterschaft in Schaffhausen waren die beiden Zweite. Hier bei der Weltmeisterschaft in Wien wollen sie unbedingt den Weltmeistertitel holen. Erstmals wieder nach 4 Jahren. Mit diesem gelungenen Programm haben sie gute Chancen dafür. In Zeitlupe nochmals der Rückwärtssalti, nämlich der Doppelte, nicht ganz sicher gelandet. Sie hat ein bisschen zu wenig Platz gehabt. Und hier der Tesserin, eine Kombination, eine Spezialität der Italiener, die auch nach Riccardo Tesserin benannt ist. Das nächste Paar kommt aus der UdSSR, Pavel Gavrikov und Irena Tokareva. Wie die anderen Paare zuvor haben auch sie die schwierigste Figur gleich zu Beginn. Bei ihnen ist es allerdings nur ein Doppelsalto. Und zwar rückwärts. Ja, und da haben die beiden einen Taktfehler. Jetzt schwingen sie sich wieder hinein. Das kann große Punkteabzüge geben. Jetzt dafür wieder eine perfekte Doppelschraube, eine Spezialität des Paares aus der UdSSR. Ja, man sieht, dass die beiden nicht so souverän tanzen wie etwa Deutsche oder Italiener zuvor. Sie sind an sich ein Paar, das auch die Österreicher Erlacher und Zauner normalerweise schlagen können. Hier ein Todessturz. Doppelt schade, dass die Österreicher aufgrund der Verletzung von Karin Zauner nicht ganz fit antreten konnten. Denn wenn man sich dieses Paar anschaut, da hätten die Österreicher durchaus auch im Finale mithalten können. They're out to party and they keep it going till the morning light. Yeah, the boys are watching from the corner of their eyes. 6 Paare sind im Finale. Das polnische und das slowenische haben ihr Programm nicht so gut durchgetanzt wie die Paare, die wir ihnen bisher gezeigt haben. Hier noch eine Kombination am Schluss des Programms, das ja 2 Minuten dauern soll und 8 akrobatische Figuren beinhalten muss. Pavel Gavrikov und Irena Tokareva aus der UdSSR. Ja, sie müssen jetzt auf die Wertung der Punkterichter warten, ob sie für den Taktfehler Abzüge bekommen. Ja, der Rückwärtssalto, auch hier hat Tokareva die Beine nicht ganz geschlossen. Gelungen allerdings dieser Todessturz. Nun zum großen Favoriten, Michael Anguera mit seiner Partnerin Dorothée Blampin aus Frankreich. Die beiden haben seit über einem Jahr alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt, vom Masters über Weltcup, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften. Sie sind auch hier in Wien.
das zu favorisierende Paar. Allerdings ein bisschen aufgeregt jetzt Dorothée Plampin. Sie hat gesehen, was die Paare zuvor geboten haben und weiß, dass das Programm jetzt perfekt sein muss. Erste Figur war gleich gut 1,5 Salti mit Todessturz. Jetzt ein Rückwärtssalto mit Käskehre und wieder Todessturz. Schwungvoller Beginn der Franzosen. Sie kommen aus der Nähe von Lyon und sind seit fast 5 Jahren in der Weltspitze. Sie ist mittlerweile 18, er ist 20 Jahre alt. Sie riskieren nicht so viel wie die anderen Paare, zeigen keine Doppelsalti, bleiben lieber bei ihrer sauberen Akrobatik, hier eine andere Wickelfigur, die Krawatte, und sie bestechen mehr durch ihre Ausführung und vor allem durch ihre perfekte Technik, was das Rock'n'Roll-Tanzen betrifft. Tänzerisch sicherlich das stärkste Paar in der Wiener Stadthalle. Ob es allerdings vom Schwierigkeitsgrad her reicht, denn bei ihnen ist die Akrobatik nicht ganz so hoch zu bewerten wie bei Deutschen oder Italienern, weil der Doppelsalto fehlt, das werden wir dann gleich sehen. Dorothée Plampin und Michael Anguera, das war ihre 2-Minuten-Kür. Warten wir jetzt, was die Wertungsrichter zu den Paaren sagen. Hier aber nochmals die Zeitlupe. 1,5 Salti rückwärts in den Todessturz. Dann sehen wir noch den gehockten Rückwärtssalto. Denn wir bekommen eine offene Wertung. Und noch eine dritte Figur in Zeitlupe. Der Todessturz mit Schraube. Schwierige Aufgabe für die 7 Wertungsrichter. Sie müssen jetzt die Platzziffern vergeben. Da gibt es zweimal Platzziffer 1 für die Italiener. Riccardo Tesserin und Daniela Cozza. Das Publikum ist nicht ganz einverstanden, denn die Italiener haben sie zu ihren Lieblingen auserkoren. Aber der zweite Platz ist den Italienern sicher. So, das bleibt jetzt noch die Wertung für die Staffel. Jetzt die Franzosen, Michael Anguera und Dorothée Plampin. Und bei ihnen wird gleich 5-mal Platzziffer 1 aufgezeigt. Daher sind sie wie im Vorjahr Weltmeister in der Rock'n'Roll-Akrobatik. Sicherlich vor allem aufgrund der perfekten Fußtechnik, denn die zählt ja ebenso viel wie die Akrobatik. Weltmeister in der Wiener Stadthalle also Dorothée Plampin und Michael Anguera, ganz knapp vor Riccardo Tesserin und Daniela Cozza, den Italienern. Bronze geht an Peter Fenkel und Birgit Hartmann aus Deutschland. Vierte das polnische Paar Nowak Lipka. Fünfte dann das Paar aus der UdSSR Gavrikov Tokareva. Da hat es also doch Punkteabzüge für den Taktfehler gegeben. Und sechste Marinko Turcic aus Slowenien. Das nächste Mal Rock'n'Roll Akrobatik gibt's nächstes Jahr, die Weltmeisterschaft der Formationen.